Der Schreiber Schloime Gilberg ist geboren geworden am 10. Februar 1885 in Radzimir, neben Warsche. Gewachsen bei seinen Seiden ein Nikolaevsker Soldat. Der junge Schloime hat sich gelernt in dem Rebensbeis Medrisch und sich dort vertieft in Zohar und Kabule. Er ist bechlal gewesen a tief religiöse Natur und hat sich später aufgegeben mit Mystizismus und Spiritismus. Sein Debüt in Literatur ist vorgekommen im Jahr 1907, wenn im Sammelbuch Neizeit seinen aufgedreht geworden seine Stimmungssachen Die Sohn und Die Stadt. Später hat man sein Werk gekonnt lehnen in die verschiedenen jüdischen Publikationen von jeder Zeit. Romanzeitung, Heint, Unser Leben, der Freund, Literarische Blätter, Neue Volkszeitung, Zukunft, Vorwärts und so weiter. Er hat auch umgeschrieben etliche Pieces. In den Hitlerjahren ist Gilberg gewesen in Warschauer Ghetto, gelitten von Hunger und Neid und doch weitergeschrieben. Gewesen aktiv in der jüdischen Kulturorganisation ICOR. Er ist umgekommen im August 1942 in Treblinka. Der hebräisch-jüdische Schreiber Salkin Zalman Schneier ist geboren geworden in 1886 in Schklov. Er stammt von der bekannten chassidischen Schneierson-Mischpuche. Noch im Bakumen eine streng religiöse Erziehung hat er sich gelernt in der jüdischen Kreunschule. Früh umgeben schreiben Lieder in Hebräisch und Jiddisch. Zu Jahr 13 hat er sich weggelost in Odessa, wo Bialik hat ihn warm aufgenommen. Zu lieb materiellen und Mischpuche Problemen ist Schneier gekommen in Warsche und dort gearbeitet in einem Verlag. A kurze Zeit ist Schneier gewesen ein persönlicher Sekretär bei Jud Lamed Peretz. Später sich umgekehrt in Schklov, der noch gewohnt in Vilna, wo Serot beschrieben in seinen Poemen Vilna. Sich auch gelernt in Schweiz, in Paris, wo er hat studiert Philosophie, Literatur und Naturwissenschaft. Gelebt in Berlin und besucht Amerika. Etliche Mal hat er sich geprüft besetzen in Eretz Yisroel, aber zu lieb die Sechsuchim mit der ortiger zionistischen Elite verlost Palästina. Die zweite Weltmalchume hat Schneier übergelebt in Amerika und in 1949 wieder gekommen in Yisroel und sich besetzt in Ramat Gan. Zu lieb gesinnt Siebes, etliche Mal gefahren in Europa und Amerika, wo er ist gestorben in New York, in 1959. Mit ein Jahr später ist sein Körper rübergeführt geworden auf den alten Besäulen in Tel Aviv.